Servus, Alberna. Und da sind wir wieder. Und ich glaube, wir waren das letzte Mal dabei, die Krim anzugreifen, einfach nur aus Spaß und der Freude, um mal wieder eine Koalition loszutreten. Und ich habe mit der Krim eine Waffenruhe. Weil die im Krieg dabei waren. Das habe ich am Ende des letzten Krieges offenbar nicht realisiert. Beziehungsweise am Ende der letzten Folge nicht realisiert, weil ich denke, ich habe mir extra noch einen. Genau, ich habe einmal extra nach Eroberung von Imereti. Ah ja, das ist natürlich geschickt. Okay. Dann überlegen wir doch mal ganz kurz weiter, was ich für Möglichkeiten besitze. Wahrscheinlich keine. Wahrscheinlich wird das einfach nicht funktionieren. Bei Hatchers können halt wieder alle mitmachen. Weil natürlich interessant wäre, wer mitmacht, gell? Weil es die Frage ist, wer macht als erstes mit? Und dann können die anderen eben nicht mitmachen, weil sie mit denen im Krieg sind. Wahrscheinlich würden die Osmanen als ältestes Mitglied der Koalition mitmachen. So würde ich halt nur zwei Stabilität verlieren anstatt fünf. Ich kann überlegen, ob das eine Idee ist oder ob ich kann die Mamelucken angreifen. Frankreich macht da sogar mit, obwohl das so weit weg ist. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Frage ist, was mache ich mit den Mamelucken? Will ich den Mamelucken tatsächlich Provinzen wegnehmen? Das ist halt die Frage. Mamelucken haben halt auch nie so wirklich einen Vasallen, den man entlassen kann oder irgendeine Nation, die man irgendwo entlassen kann. Weil es halt wirklich hier alles Mamelucken-Provinzen sind. Da unten wäre Sana, die mit den Osmanen verbündet sind. Die könnte man auch ohne Kriegsgrund angreifen. Da würde man die Koalition gar nicht erst lostreten. Oder. Ja, ich hätte einen Kriegsgrund gegen Karakunlu fingieren müssen im Richt. Aber wir sind auch mit den Osmanen im Krieg. Das heißt, sie würden gerade ebenfalls nichts bringen. Okay, also ich kann versuchen, über Hedjas die Koalition loszutreten. Das ist gerade Schwachsinn. Nee, das kann man machen. Oder ich greife Sana oder Oman, wobei ich da halt damit rechnen muss, dass sie aufgrund ihrer aktuell misslichen Lage gar nicht erst in den Krieg mit einsteigen würden und daher eben, wie gesagt, wirkliche Probleme hätten. Die griechischen Patrioten haben auch nie wirklich was geschafft. Also, wie ich die Systematik verstehe in solchen Situationen, würde, wenn ich Hedjas angreife, tatsächlich die Osmanen und die Krim mitmachen. Ich könnte halt den Hatchers nie erreichen. Ich müsste sämtliche Warscore-Punkte gegen den Hatchers machen, gegen die Osmanen machen, was jetzt nicht das große Problem sein sollte. Dann würden wir eben einen Frieden machen, wobei es jetzt nicht so wirklich hilfreich ist. Wenn ich die Mamelucken angreife, würden halt die Osmanen und so eben nicht mitmachen. Ich glaube, das bringt mir nicht wirklich was. Ich glaube, das ist fast sinnvoll. Ich warte, bis diese Kriege vorbei sind und greife dann die Mamelucken an, um die ganze Koalition loszutreten. Mit der Hoffnung, dass bis dahin wenigstens irgendeiner mal rausgeht. Und bei Karakunlo nicht rausgehen wird, Hedjas kann eventuell rausgehen. Ja, alles ist ein bisschen unwahrscheinlich. Aber das ist jetzt alles gerade nicht wirklich hilfreich. Vor allem hätte ich auch keine Diplo-Punkte für den Frieden, weil ich ja gerade Dings annektiere, Bayern. Ich habe gerade einen Dreierberater. Die Frage ist, will ich jetzt nächstes Jahr den Krieg führen? Ja, nein, vielleicht. Wer ist gerade Verteidiger des katholischen Glaubens? Niemand. Okay. Andererseits will ich jetzt dann bald einen Krieg gegen Oberpfalz und Baden führen. Von daher müsste ich da jetzt auch eventuell aktuell keine wirklich vorbereiten. Ich könnte Ungarn annektieren. Ich könnte Mailand angreifen. Ja, oder ich annektiere halt den Kirchenstaat und hole mir unter anderem Rom.
Es gäbe halt hier wieder aggressive Expansion gegenüber Spanien, was halt eventuell Spanien wieder in die Koalition mitziehen würde. Spanien-Koalition wäre halt etwas unpraktisch, aber solange Frankreich mitmacht, das ist eigentlich auch nicht problematisch. Ich glaube, dass eine Annexion Ungarns eigentlich interessanter ist für mich. Ist auch eine akzeptierte Kultur. Ist jetzt ein bisschen schade, dass ich die Koalition gegen die Osmanen nicht lostreten kann. Aber das habe ich jetzt halt auch einfach diesen Waffenstillstand mit der Krim übersehen. Man kann natürlich jetzt auch Waffenstillstände brechen. Ist auch eine Idee, die man sich durchaus eigentlich überlegen könnte. Aber sehe ich jetzt echt halt auch die Notwendigkeit nicht darin. Und gerade die aggressive Expansion ist halt eine Sache, die da einem doch durchaus Probleme bereiten kann. Bei solchen Geschichten. Die Osmanen hatten ein religiöses Chaos, das ist auch mal interessant. Wir werden unseren Berater, den großen Führer, nicht töten. Sagte er und klickte auf die falsche Sache. Wunderprächtig. Dann lass es, war jetzt. Ja, es war jetzt wirklich einfach nur verklickt. Entschuldigt, kurze Unterbrechung. Habe ich noch mehr Söldner irgendwo? Ja. Aber die lasse ich drin. Jetzt habe ich natürlich auch keine minus 10% mehr. Ich habe gerade eigentlich über irgendwas anders gesprochen. Der Staat hier mit Bayern ist mir relativ egal, muss ich gestehen. Polen ist mein Castriotti gestorben. Das ist äußerst, äußerst schade. Das heißt, Polen wird nicht meine Dings-Dynastie übernehmen. Also jetzt sind sie nur noch im Krieg mit... Ne, nicht nur mit... Doch, das sind Rebellen, oder? Okay, das Mamelukenreich ist immer noch dabei. Ja, sehr gut, wir sind relativ nah, relativ gut runtergekommen, was die Inflation angeht. Von daher ist es durchaus okay, dass der gestorben ist. Jetzt will ich erstmal ganz gern so mit meinen Vasallen auch ein bisschen runterkommen. Das ist im Augenblick ein bisschen problematisch. Kopten. Immer interessant. Sogar die Mamluken können die Bosporus blockieren. Ah, die armen Osmanen sind ganz schön am Ende. Oh ja, das brauche ich auch noch. Dann kann ich wieder forschen. Ah, das geht ja gerade nicht, weil ich ja abbaue gerade. Ja, aber wenn ich Kaiser bin, kann ich mein Bündnis in Böhmen endlich auflösen. Habe ich da schon mal eine Beziehung weniger. Ansonsten kann ich mich fragen, ob ich wirklich Polen behalten muss. Ob Polen nicht inzwischen mehr ein Problem ist. Ich meine, ich kann ihre Herrscher ja nicht mehr stellen. Jetzt könnte ich die Mamelucken angreifen und würde über die Koalition in einen Krieg mit den Osmanen geraten. Ich frage mich, ob das aktuell interessant ist. Dann sind halt die Mamelucken dabei. Karakundu, oh. Karakundu hat es gerade interessant gemacht. Was haben die Mamelucken so? 20.000. Das heißt, ich könnte mit den 20.000 hier problemlos aufhalten.
Wobei ich die noch runterziehen sollte, um die Osmanen da unten zu besiegen. Die könnten mit den anderen kämpfen. Wer ist noch in der Koalition dabei? So Karakundo wäre halt vor allem nervig, weil sie halt viel Truppen haben. Aber es sind zwar alles Horden, aber trotzdem. Krim und Hatchers wären auch noch dabei. Krim ist unproblematisch. Und gut, um Hatchers müsste man sich kümmern, das stimmt. Judäa kann relativ viel tragen, das ist gut so. Dann könnte man das wirklich durchziehen. Wie geht's dir? Geht's euch allen infanteriemäßig? Ganz gut. Dann probieren wir es halt doch aus. Wieso auch nicht? Wozu hat man Koalitionen, wenn nicht um sie auszunutzen? Doch nicht etwa um den Spieler zu beeinschränken? Nein, das wäre doch lächerlich. Da warten wir jetzt noch ein bisschen. So, dann hauen wir nämlich mit denen erstmal voll in die Osmanen rein. Und machen ein böses Minus. Vielleicht können wir es das gar nicht leisten. So. Genau. Ist alles in Ordnung. Polen und Frankreich machen mit. Das ist auch in Ordnung. Gehen wir eine Geschwindigkeit runter. Dann holen wir uns da unten die deren Flotte, wenn ich meine finde. Das ist ein Stack Wipe. Kommst du noch im August an? Nein. Armee auswählen. Gewaltmarsch. Sehr schön, weil dann kriegen sie keinen Moraltick mehr. Wow, das ging schnell. Und ich hatte nur 400 Verluste. Die Mamelucken sind echt deutlich unterlegen. Das ist relativ eindeutig. Das ist aber auch nicht wirklich überraschend. Okay. So weit, so schlecht. Also eigentlich gut, wenn man ehrlich ist. Ja, die Marschzeiten hier hinten sind einfach super. Okay. So, du marschierst da runter und schnappst dir die da. Hier haben wir einen Stack Wipe. Dann muss ich irgendwann mit irgendjemandem anfangen, da oben was zu belagern. Was will ich denn von den Osmanen? Wo habe ich denn Ansprüche drauf? Dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, die Sachen hier in genau zu nehmen. Könnt euch ruhig zusammenstellen, es hilft euch auch nichts. Das Mann haben eigentlich eh schon kaum noch Küste, eigentlich haben sie keine mehr. Also das und das zählt ja eigentlich, komm mal, die Osmanen sind wirklich unglaublich unverbunden zurzeit.
Fallen ist auch schon integriert, sehr fein. Die Schweiz hat Baden annektiert. Nee, Baden ist noch da. Aber noch da. Oh, das ist bitter. Ich konnte nämlich keinen Kriegsgrund gegen sie vorher fingieren. Sie mit Salzburg alliiert, dann habe ich ja noch eine Chance. Wobei, die sind ja in der Koalition dabei. An Kleve komme ich auch nicht ran. Verdammt. Das macht meine Pläne kaputt. Und zwar komplett. Würzburg ist zu groß zum Vasalisieren, das dachte ich mir schon. Ja, die Frage ist, was mache ich jetzt mit Baden? Kleve, ja, Kleve ist ja auch irgendwo hier oben. Komme ich auch nicht hin. Böhmen-Brandenburg ist zurzeit klein. Passiert manchmal. Polen und Hansebund hilft mir aber auch nicht wirklich was. Pommern ist da oben. Trier. Trier ist vasalisierbar, nicht gleichzeitig möglich wahrscheinlich zum Wechsel. Und sie werden mit dem Kirchenstaat verbündet. Also Religion Wechsel wäre ja wahrscheinlich möglich, also sie werden mit dem Kirchenstaat verbündet. Was von Hilfe sein sollte. Und damit ist die Umbrische auch weg, dafür ist die Bayerische dabei. Okay, soweit, so schön. Frankreich macht nicht wirklich mit, aber ist auch nicht wirklich problematisch. Du bist eine bayerische Armee. Wahrscheinlich bist du die bayerische Armee. Yep, du bist die bayerische Armee. Also hätten sie meine Freibeuter gefunden. Die Krim. Haben sie gut gemacht. Sogar noch genügend für die Idee hier, sehr schön. Okay. Na, drei Grusche, die sind wahrscheinlich Hatchers auf der Seite. Siena, okay. Das muss ich eventuell mal ändern. Das gegen die Pfalz ist auf jeden Fall wichtig. Ja, ja, der letzte Kurfürst. Man braucht ja im Normalfall nur drei. Dann ist man ja, wow, lauter Dreier. Was habe ich denn für ein Glück gezogen?
Kann ich eigentlich gar nicht brauchen. Zweier wäre gerade wesentlich praktischer. Der Dreier ist mir auf jeden Fall gerade einfach zu teuer. Wenn halt die drei Punkte abgehen. Das ist halt das Problem. Vielleicht das Kriegsziel, Eroberung von Negev. Sollten wir vielleicht mal tun, gell? Wenn wir schon so was Schönes wie ein Kriegsziel haben. So, mein Problem ist jetzt im Augenblick, dass ich nicht am Baden rankomme mit einem Kriegsgrund. Ich könnte einen Anspruch auf eine Provinz von Würzburg finden, am besten auf Ansbach. Und eventuell mich irgendwann gegen Baden vorschlängeln oder schauen, was mit Baden jetzt passiert. Eventuell auch einfach. Okay, da haben sie sich durchgeschlängelt. Haben sie gut gemacht. Ich bin stolz auf die Horde. So, was kosten wir? Unpraktisch. Du kannst kommen. Mächtiges Litauen schafft alles alleine. Also die drei Provinzen kosten 60 Überdehnung und die würden sie mir jetzt schon geben. Habe ich an irgendwas anderem überhaupt großartiges Interesse in diesem Krieg? Hamid habe ich auch noch einen Anspruch. Ankara auch. Von daher warum nicht? 100% Überdehnung ist ja okay. Wenn schon, denn schon. Waffenschüsse interessieren uns ja nicht wirklich. Schauen wir mal, dass wir das Kriegsziel mal belagern. Salzburg ist auch da. Tja, das Konstantinopel fertig wird, sollte auch noch ein bisschen was bringen. So viel dazu. Das sind eh schon fast dran. Ich weiß, es ist ein 60 Unterschied gewesen, aber es ist fast dran. Glaub mir einfach. Vor allem, wenn wir Negev erstmal haben. Handelsdisput habe ich gegen den Hanse, okay. Das wird jetzt eventuell noch interessant. Oh, Trier ist viel zu groß geworden, verdammt. Böhmen und Salzburg. Pfalz ist ja schon geregelt. Brauche ich halt noch einen dritten Kurfürsten. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich nicht wirklich hinkomme. Na gut, ich habe die zwei ja noch. Ja, Salzburg wird echt mal annektiert oder Tirol.
Das ist super. Das ist perfekt, weil du bist mit Baden verbündet. Lässt die Schweiz mich durch. Perfekt. Das ist super. Das ist ganz gut, dass ich gerade drei Diplomaten frei habe, weil ich werde sie bald alle drei benutzen. Hier wollte ich nicht hin. Ich wollte zu den Lederkanonen. Ich habe keinen Anspruch mehr auf eine osmanische Provinz. Ist aber auch okay so. Ich meine, haben echt nur noch die Küste hier. Der Rest ist einfach abgetrennt. Ist immer schön, wenn sie erst so spät checken, dass sie halt doch keinen Exil mehr haben und deswegen nicht überall durchkommen. Ja, da ist die Wegfindung doch noch etwas hinterher. Ich will mal meine ganzen Leute einsetzen, meine ganzen Missionare. Was habe ich sie denn? Drei immerhin mit Judäa. Das Heilige Land. Es ist befreit. Die Protestantische Union. Im Heiligen Römischen Reich bestand ein fragiles Gleichgewicht zwischen 10 großen und nahezu 400 kleinen Staaten und Fürstentümern sowie zwei Religionen. Die Macht des Kaisers war außerhalb seines direkten Einflussbereiches stark eingeschränkt. Das unvorhersehbare und wechselhafte Verhalten einiger Herrscher, wie beispielsweise Rudolf II., verstärkte die Spannungen. 1608 wurde in der protestantischen Stadt Donauwörth Katholiken die Ausübung ihres Glaubens verboten. Die Stadt wurde daraufhin aus dem Reich ausgeschlossen. Zur Reaktion darauf schlossen sich die meisten protestantischen Staaten zur protestantischen Union zusammen, um ihre Freiheit zu verteidigen. Also, man muss dazu sagen, dass eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist auch der reformierte Glauben dank des albanischen Großreiches eine große Macht im Reich, zumindest am Rand des Reiches. Aber ansonsten, der Protestantismus zieht sich hier so relativ durch und wir haben hier hinten reformiert Thüringen. Thüringen ist tatsächlich reformiert. Was für meinen Verteidiger des Glaubens direkt unpraktisch ist. So, wir kriegen ein paar Meinungsveränderungen, die sind mir egal. Aber gut, ich will nicht 30 Prestige verlieren. Die Meinungsveränderungen sind mir echt egal. Es gibt eigentlich kaum jemanden, dessen Meinung mir wirklich wichtig ist, außer vielleicht Frankreich und die sind nicht dabei, weil sie nicht im Reich sind. Böhmen? Böhmen ist auf welcher Seite? Auf gar keine. Interessant. So. Warum lässt du mich jetzt nicht mehr durch? Ich kann über Frankreich auch laufen, aber ich würde eigentlich lieber über dich laufen. Mailand ist sogar dabei im Krieg. Muss ich mich wahrscheinlich eh ein bisschen anders darauf vorbereiten, vor allem auch Österreich dabei ist. Frankfurt, Schweiz, Tirol, ach, die Schweiz wird mit im Krieg sein. Ich weiß, ich muss mehr Truppen nach da oben verfrachten. Weil ich will ja beide Kriege auf einmal führen. Und das wird gar nicht mal so gemütlich.
Das wird gar nicht mal so gemütlich. Ich zeige nicht mal einen richtig schönen, mächtigen Schriftzug, wie das gehört. Für Großreiche. Oh, 16.000 Manpower. Unangenehm. So, wir haben gerade einen Superherrscher und einen weniger guten Nachfolger. Sehr fein. Okay, dann machen wir hier einen Schnitt und nächstes Mal erklären wir mal wieder einen Krieg. Oder zwei. Bis dahin, viel Freude. Servus.